Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, immer noch auf der Citadel. Wir reden mit diesem Officer der C-Sicherheit, denn es gibt wohl ein Problem mit Grunt. Officer, jemand hat mich herbestellt wegen eines Vorfalls mit einem Kroganer? Hier entlang, Commander. Okay, ich folge dir. Kein Problem. So, was hat Grunt schon wieder angestellt? Noodle House. Okay, Grunt. Möchten Sie mir irgendetwas sagen? Dieser Clown will mich einbuchten, also habe ich Sie holen lassen, um die Sache zu klären. Commander Shepard, verzeihen Sie die Störung. Dieser Kroganer hat darauf bestanden. Schon okay. Ich bürge für ihn und unterschreibe alles Nötige, Officer. Jawohl, Sir. Was hat er denn gemacht? Was ist passiert? Weiß nicht. Was getrunken? Krankenhaus verlassen, Fenster eingeschlagen. Aber Sie sollten sich im Krankenhaus von dem Rachni-Kampf erholen. Schon, aber ich wollte nicht mehr bleiben. Die meisten bleiben so lange, bis sie wieder gesund sind. Ich bin nicht die meisten. Und warum C-Sicherheit? Die mögen's wohl nicht, wenn Glas kaputt geht. Bevor ich sie raushole, es gab bei der Sache aber keine ernsthaften Opfer, oder? Nein, allen geht's gut. Nur das Krankenhaus hat ein wenig gelitten. Aha. Erzählen Sie mir von den Fenstern. Ein paar Kumpel haben mich für meinen Geburtstag rausgeholt und wollten mich am Gebäude mit dem Seil runterlassen. Was? Hat nicht funktioniert. Sie haben Geburtstag? Nein, ich bin doch eine Tankzüchtung. Wir haben Fotos am Kroganer-Denkmal gemacht. Im Präsidium? Ach so, meine Güte. Ja, C-Sicherheit war total stinkig. Es konnte aber auch an ihrem brennenden Auto gelegen haben. Ich weiß nicht mehr. Warum brannte es? Wegen meiner Flasche Rhynkohl. Das Zeug ist stark, hat sich sofort entzündet. Alle kamen noch heil raus. Ich dachte, sie wollen's nicht und hab's genommen. Wir kamen nicht weit, die haben uns aufgehalten. Es kam zum Crash. Sie haben Schaum eingesetzt, aber das klappte nicht bei mir. Warum nicht? Weil ich brannte. Sie wissen doch, das Auto. Sie müssen mitdenken, Shepard. Tut mir leid. Wie wurden Sie gefangen? Hatte Hunger, hab Nudeln gekauft. Weil er Hunger hatte, alles klar. Ich regle das. Officer, dieser Kroganer gehört zu einer geheimen Spectre-Einheit. Operation Feuer-Cobra-Klaue. Ah, Feuer-Cobra-Klaue, alles klar. Operation Feuer-Cobra-Klaue? Ganz genau. Ich übernehme ihn jetzt. Schicken Sie mir die Rechnung. Das haben Sie auch unterschrieben, Commander. Sie hatten Glück, Kroganer. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Werden Sie auch nicht. Danke. Und? Wie waren die Nudeln? Die waren schön scharf. Das ist doch die Hauptsache. Ich mag sie, Grunt. Und er lacht einfach nur. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Echt geil. Oh Mann, ey. So, mehr gibt's hier nicht zu tun. Das heißt, wir gehen wieder zurück und unser Erb. Aber was ist denn eigentlich los jetzt? Wir gehen natürlich wieder zurück in unser Apartment. Mal schauen, ob wir neue Nachrichten haben. Ich könnte ja fast drauf wetten. Ach, der Grunt, ey. Echt. Schöne Ding, ey. Und? Sie haben eine neue Nachricht. War klar. Und es geht noch weiter. Es wollen sich weitere Leute mit uns treffen. So, dann wollen wir mal ein bisschen weiter lesen. Was gibt's denn? Merken Sie mich vor, Miranda Lawson. Wollen wir ausgehen? Putzen wir uns heraus und treffen wir uns im Casino. Ich bin die in Rot. Hier, Mom, bitte um Rückruf. Hannah Shepard. Schätzchen, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Zu lange. Admiral Hackett hat mich für die Arbeit am Tigel rekrutiert. Keine Ahnung, ob du das schon wusstest. Aber dort bin ich jedenfalls zu finden. Könntest du mich bitte anrufen, wenn du mal kurz Zeit hast? Ich würde wirklich gerne mit dir reden. Mom.
Wie geht es Ihnen, Samara? Shepard, Sie waren heute schon wieder in den Nachrichten. Und da dachte ich, ich schreibe Ihnen mal und erkundige mich, wie es Ihnen geht. Ich bin im Moment auf der Citadel. Wenn ich Ihnen also irgendwie helfen kann, dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Wie in alten Zeiten, Jack. Hey, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen ein paar Hologramme fertig zu machen. Sie sind gut in Form, obwohl ich nicht da war, um Sie zu halten. Ich habe noch Urlaub. Geben Sie also Bescheid, falls Ihnen langweilig sein sollte. Alles klar, mal gucken. Ah, hier, okay. Zack, 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 zack. Dann würde ich mal sagen, wir laden erstmal Samara ein. Ich habe mich beeilt. Was ist los? Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Ich sah, dass Sie auf der Citadel sind und wollte Sie treffen. Wir hatten unseren Abschied, Shepard. Sind Formalitäten denn so wichtig? Diese großen Fenster erinnern mich an unsere Gespräche in der Beobachtungslounge der Normandy. Oh ja. Die Aussicht hat nicht denselben Effekt wie eine Galaxie voller Sterne. Das stimmt. Aber ich verstehe die sentimentale Anwandlung. Wollte ich auch gerade sagen. Ich mochte unsere Gespräche auch. Sehr sogar. Tun wir etwas, das Spaß macht? Was sollen wir tun, um für einige Stunden auf andere Gedanken zu kommen? Leute beobachten. Justikarinnen brauchen eine gute Wahrnehmung. Sie zu testen macht Spaß. Wirklich? Ja, zum Beispiel der Turianer da. Er humpelt. Was ist wohl seine Geschichte? Beim Militäreinsatz verletzt wahrscheinlich. Aber er präsentiert es nicht wie ein Ehrenzeichen. Er schämt sich. Was auch passiert ist, er ist bestimmt ein Ausgestoßener. Und diese beiden Volus, die da flüstern. Was ist in dem Koffer? Sie sind verwandt, Brüder, aber auch Geschäftspartner. Der Linke ist Alkoholiker und hat durch riskante Geschäfte das Familienvermögen gefährdet. Aber jetzt haben die Blue Suns seine Frau entführt. Sein Bruder hat das Lösegeld dabei. 2,3 Millionen Credits. Das sehen Sie alles? Nein, alles ausgedacht. Lustig, oder? Okay. Der Elko mit dem Regenschirm. Los. Zu leicht, Shepard. Und was ist mit mir? Zu schwierig. Ach. Zu schwierig, haut sie raus. Ich finde sie bemerkenswert, Shepard. Danke. Ich mich auch. Wenn die Videos ein Hohelied auf sie anstimmen, werden sie dann rot? Stimmen sie zu? Was empfinden sie dabei? Ja, im Grunde ist es ohne Bedeutung. Wichtig ist nur mein Vertrauen, dass ich und mein Team es schaffen kann. Was jetzt? Ich finde es schön so, Shepard. Sitzen wir einfach hier, auch wenn es nichts zu sagen gibt. Okay. Wenn es das ist, was du möchtest, dann machen wir das so. Kein Problem. So, wen holen wir jetzt? Wer war denn jetzt noch? Ach, Jack, genau. War das Jack? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Ja. Jack einladen. Machen wir doch glatt. Mal gucken, was die liebe Jack mit uns besprechen will. Oder was sie mit uns machen will. Ich weiß es ja auch nicht. Und? Eine Privatkabine auf einem Tarnkriegsschiff reicht wohl nicht, was? Nö. Ich passe für einen Freund darauf auf. Was soll das werden? Ich rufe Iso. Iso? What? Ja, er stammt von Tessia. Natürlicher Biotiker wegen des vielen Element Zero. Wegen der Biotik sind sie ein wenig hitzköpfig und werden oft misshandelt oder weggegeben. Können Sie sich sowas vorstellen? Er kommt aus einer Rettungsstation. Ich will ihm beibringen, dass man Leuten vertrauen kann. Anfangs war er sehr wütend, aber ich habe ihm viel Liebe gegeben. Und jetzt ist er lammfromm. Was? Nichts. Er ist wohl ein gutes Haustier. Alles gut. Ja. Wer ist mein böser Biotiker? Hm? Wer ist mein böser Biotiker? Also da hat irgendwie nur noch gerade gefehlt, dass Jack anfängt zu sagen, ja, wer ist mein Bauern? Aber dass der uns erstmal von den Beinen geholt hat, fand ich extrem lustig, muss ich mal so sagen. Geil.
Ah, schön, schön, schön. So, wir rufen mal unsere Mama an. Ich denke mal, das wird ein bisschen weniger lustig. Mal schauen, mal schauen. Bin ich mal gespannt. Vielleicht sehen wir sie jetzt mal auch. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal gesehen? Hallo Shepard hier. Hi, Mom. Ach, ich oh, telefoniere noch mal. Es tut gut, deine Stimme zu hören. Das ist eine Überraschung. Es ist lange her. Stimmt. Ich dachte einfach, ich müsste... Ich denke jeden Tag an dich. Versuche mir keine Sorgen zu machen. Neulich sind mir die Gute-Nacht-Geschichten wieder eingefallen, die wir uns immer ausgedacht haben. Du hattest dein eigenes Schiff und eine Crew. Die Geschichten waren immer voller Abenteuer und Gefahren. Oh ja. Daran habe ich schon länger nicht mehr gedacht. Ich auch nicht. Du hast darin immer die bösen Jungs bestraft und damit den Tag gerettet. Oh, wie in echt. Und sieh dich an. Schon als Kind hast du von dem Leben geträumt, das du jetzt führst. Ist das der Grund, warum du mich anrufen wolltest? Nein. Du sollst wissen, dass ich stolz auf dich bin, Sohn. Wahnsinnig stolz. Danke, Mom. Ich muss Schluss machen. Ich weiß. Pass auf dich auf. Bitte. Mach's gut, mein Schatz. Alles klar. Das war das Telefongespräch mit unserer Mom. Tja, ob wir sie nochmal wiedersehen? Es könnte doch bezweifelt werden. Denn das, was wir noch vor uns haben, spricht nicht unbedingt dafür, dass wir nochmal irgendwen danach wiedersehen werden. Aber man kann sich natürlich auch überraschen lassen. Ich weiß es letztlich ja noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es hier noch zwei, drei Leute. Moment, wer wollte sie? Ach, nur Miranda. Okay. Also ab wieder ins Casino. Und treffen wir uns mal mit der Lady in Red. Wie sie so schön sagte. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und 100, da gibt es bestimmt wieder neue Nachrichten, dass wir uns mit Leuten treffen sollen. Aber das macht ja auch nichts. Ich finde die Geschichten eigentlich echt lustig. Ich finde die ganz cool gemacht. Es hat, wie gesagt, gut keine Action dabei. Aber trotzdem finde ich es ganz cool gemacht. Ich mag das. Achso, Moment. Da hinten ist alles klar. Ich warte auf Miranda hier. So, ich warte. Na dann, mal schauen. Wir haben uns rausgeputzt. Oh. Hallöchen. Miranda. Sie sehen gut aus, Shepard. Gleichfalls. Ich dachte mir, wir gehen mal aus. Na, warum nicht? Kann man ja mal machen. Sie haben wohl etwas Zeit, mal zu verschnaufen. Ja, aber ich bin's nicht gewöhnt. Ich fühle mich verloren. Wie traurig. Ich dachte, wir brauchen eine Pause. Wozu die Galaxie retten, wenn man sie nicht hin und wieder genießt? Sie haben einen guten Ort zum Entspannen ausgesucht. Vorschläge? Ein paar. Aber ich brauche einen Antrieb. Einen Antrieb? Ich habe über unser Gespräch nachgedacht. Über ein normales Leben. Mist, ich kann das nicht. Die Wahrheit ist, ich kann nicht gut normal sein. Das führt meist zur Katastrophe. Schon klar. Wir brauchen Übung darin. Vorschläge? Oh, ich habe da Ideen. Miranda, Sie sind hier, Sie sind schön und ich habe Sie ganz für mich. Heute Abend bin ich ein ganz normaler Typ, der seine beste Freundin groß ausführt. Ohne Weltraum und Superspione? Es gibt nur bunte Lichter, ein bisschen Glücksspiel und dumme Entscheidungen, okay? Okay, dafür brauche ich mehr Wein. Das lässt sich einrichten. Mehr Wein für diese Frau. Sie sind sexy, wenn sie so bestimmt sind. Was jetzt? Wir drehen das Rad. Mal sehen, was passiert. Alles auf Schwarz 7. Die Chancen stehen gegen uns. Mag sein, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ah,
Ein romantischer Abend. Ist das nicht schön? Schöne Musik, ein bisschen Upswing, hier so ein bisschen Smooth Jazz oder so, glaube ich. Schön, schön, schön. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück in unser Apartment. Mal gucken, ob wir wieder neue Nachrichten haben. Irgendwann werden die Nachrichten 100% aufhören. Und dann haben wir ein Standbild. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Haben wir einfach kurz das Spiel ausgemacht, weil irgendwie das Standbild nicht weg wollte. Hier ist keiner mehr, der mit uns reden wollte. Alles klar, wir gehen zurück, wie gesagt, ins Apartment. Und ich denke, es werden noch zwei, drei Nachrichten bestimmt auf uns warten. Ich bin mal echt gespannt, wie lange das hier geht. Ich meine, es sind jetzt schon einige Folgen, wo wir eigentlich hier echt nur mit den Leuten uns treffen und uns unterhalten. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde es aber eigentlich ganz lustig. Oh. Keine Nachrichten. Alles klar. Das heißt, die Party kann beginnen. Woo. Na dann, wollen wir mal loslegen. Wir werden einfach mal die Einladungen versenden zur Big, Big Party. So, Moment. Zack. Wen laden wir denn ein? Ach so, Alter, die kannst du alle einzeln. Hallo. Alle, Junge. Alle einladen. Zack, Junge. Natürlich laden wir alle ein. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Ja gut, das ist jetzt die Frage. Wilde Party oder ein bisschen ruhig? Komm, wir machen hier eine wilde, fette Sause. Muss ja auch mal sein. Wir sollten etwas Dampf ablassen. So sieht es nämlich aus. Ich spiele laute Musik und mixe Drinks für die Gäste. Alles klar. Vielen Dank. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, man muss auch mal eine wilde, fette Party schmeißen.